Jetzt finde ich erstmal sehr, sehr mutig und ich finde es sehr stark von der Deutschen Eishockey-Liga insgesamt und von Benny Hoppe, dass er heute zu uns live in die Sendung kommt, denn die letzten Tage waren für ihn sicher keine allzu leichten. Ich glaube, ja. Benny, das kann man so sagen, oder? Erstmal schönen guten Abend. Servus. Ja, super, ja, dass das geklappt hat. Schönen guten Abend. Hallo zusammen. Benny, der Basti hat es gerade schon erwähnt, bevor wir vielleicht einsteigen, auch so in die Arbeit und was dahinter steckt, gerade bei dem Thema Videobeweis, was wir gerade schon mit diesen zwei Beispielen, die du natürlich bestens kennst, so ein bisschen angedeutet haben. Wie geht's dir mal ganz ehrlich persönlich auch nach so einer ja, besonderen Situation, wo man natürlich weiß, dass man was falsch entschieden hat, wo man dann auch mit umgehen muss. Ich glaube, so geht es jedem im Leben, der Fehler macht in seinem Job, die man ungern macht, logischerweise. Wie war das für dich persönlich? Wie hast du das verpackt? Wie waren so die Stunden, vielleicht auch Tage danach? Ja, vielen Dank erstmal der Nachfrage. Aktuell geht es mir wieder gut. Man kann tatsächlich sagen, dass nach dem Freitag die Gefühle ein bisschen Achterbahn gespielt haben nach so einer Entscheidung, die wir fälschlicherweise dann entschieden haben. Man versucht natürlich aus der Situation daraus zu lernen. Man versucht die Situation natürlich im Nachgang aufzuarbeiten, was wir getan haben. Das ganze Prozedere hat sich tatsächlich bis heute früh durchgezogen. Dadurch, dass der Spielplan ja relativ eng getaktet ist, und gestern natürlich auch ein voller Spieltag war, war ich gestern auch dann wieder im Einsatz. Dementsprechend habe ich dann Samstagabend mit dem Thema erstmal abgeschlossen, sodass der Blick dann nach vorne natürlich Richtung Eishockey wieder fällt. Ja, aber im Nachgang ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn man dann jetzt total entspannt diese Bilder sieht, ohne Druck, den wir dann da auf unseren Schultern haben. Benny, gleich mal vorab. Es ist sicher, also es ist nicht laut meinen Aufzeichnungen das vierte Phantomtor in Anführungszeichen. Also ein Tor, das gegeben wurde, obwohl es keines ist. Lass uns davon erst mal wegkommen, weil ich glaube, auch für dich ist klar, weil du hast danach auch gesehen, das war eine Fehlentscheidung. Ja, und es war Latte und kein Tor. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Es ist in diesem Fall dann eine Tatsachenentscheidung, die so steht. Aber lass uns doch mal da gleich vielleicht auf deine Arbeit eingehen. Erstens, Schiedsrichter, du bist schon immer mal der Buhmann, obwohl du noch keinen einzigen Pfiff gemacht hast, weil du eben zwischen den Teams stehst. Das ist nun mal so. Ihr müsst als Team zusammenarbeiten unter einem unheimlichen Druck, der von drei Seiten herrscht, Publikum und beide Mannschaften. Auch das steht außer Frage. Das muss man wollen, das muss man dann auch können. Ihr habt euch ja auch bewusst für den Job des Schiedsrichters da entschieden. Nimm uns doch mal kurz mit, inwieweit ihr den Druck vor solchen Entscheidungen, bei solchen Spielen einfach auch spürt, der auf euch lastet. Ja, grundsätzlich ist es natürlich das Wohl oder Übel eines Schiedsrichters, Entscheidungen zu treffen, wie du so schön gesagt hast, dafür haben wir uns ja auch entschieden. Grundlegend macht die Schiedsrichterei ja auch sehr viel Spaß. Wir sind ja dafür da, das Spiel sicher und fair zu halten. Am Ende des Tages können wir natürlich über viele Situationen sprechen und vielleicht auch das ein oder andere besser machen. Wir sind nicht fehlerfrei, das müssen wir auch hier auch nochmal unterstreichen. Druck, wie du sagst, kommt von allen Seiten. Man muss mit diesem Druck umgehen können. Mittlerweile kommt aber auch mit der Erfahrung, kommt dieser Druck erstmal von außen überhaupt gar nicht mehr an. Also ich kann mittlerweile damit relativ gut umgehen. Aber in so Situationen, wenn wir jetzt einfach mal den Freitag widerspiegeln, wenn Druck von allen Seiten dann kommt, insbesondere bei so Videosequenzen oder Videobeweissituationen, steigt dieser Druck enorm. Ja, alle, die in ihrem Leben schon mal Entscheidungen getroffen haben, ob es jetzt beruflich oder im Sport ist, können das vielleicht ganz gut nachvollziehen. Du musst das unter Druck auch entscheiden. Und das macht es natürlich das Ganze nicht einfacher. Benny, der Druck kommt ja auch in unterschiedlichen Stadien unterschiedlich auf euch rüber. Auch Thema Videobeweis, weil es dann eben einfach eines ist. Ihr habt in manchen Stadien, lass es jetzt
Iserlohn sein, lass es Augsburg sein, lass es Frankfurt sein. Da seid ihr direkt bei den Zeitnehmern auf den Strafbänken, müsst dort schauen. Da schauen dir drei Leute zu, da sind die Zeitnehmer, da ist vielleicht der Stadionsprecher, da hauen die Leute aufs Plexiglas, schauen da auch noch mit drauf, während ihr euch versucht zu konzentrieren. In anderen Stadien geht ihr in die Katakomben, habt einen eigenen abgeschlossenen Raum, in dem ihr schauen könnt in aller Ruhe. Ist das vielleicht schon mal oder wäre das eine Grundvoraussetzung, um da eine einheitliche Basis bei jedem Spiel zu schaffen für die Schiedsrichter? Ich sag mal jein. Also natürlich ist es viel entspannter, in einem separierten Raum in aller Ruhe sich die Bilder anzuschauen, ohne dass du eine weitere Druckwelle spürst. Ganz klassisches Beispiel ist, hattest du jetzt gar nicht genannt, Mannheim. In Mannheim steht der Videobeweis so, dass die Zuschauer hinter dir direkt in den Monitor reinschauen können. Mhm. Ähnlich ist es in Köln. Das ist Wahnsinn. Also du spürst das total, dass da im Rücken dir irgendwie dann noch zwischen 3.000 und 7.000 Zuschauer logischerweise dann noch hängen. Aber dann, wie du sagst, dann vielleicht noch das Off-Eis-Personal, der Stadionsprecher, der drückt auf die Tube, der will wissen, okay, was darf ich jetzt durchsagen? Natürlich ist es oder wäre es angenehmer, wenn wir separiert werden, wenn wir in einem Raum gehen, wie jetzt Berlin oder München oder Nürnberg. Da kann ich aber auch aus Erfahrung sprechen. Da habe ich 2017 in Berlin auch schon mal relativ lang für einen Videobeweis gebraucht. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern, dass die Schaumstoffbefestigung oder das Polster im Tor nicht regulär befestigt worden war. Mhm. Und da hatten wir auch ein relativ langes Videostudium. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich einfacher für uns und ruhiger, ohne noch einen weiteren zusätzlichen Druck von außen, einfacher, wenn wir in einem separierten Raum das Ganze entscheiden könnten. Mhm. Ja, ist verständlich, logischerweise. Um das vielleicht nochmal aufzuarbeiten, dann tasten wir uns vielleicht insgesamt auch dann in die richtige Richtung, wo wir vielleicht auch den Zuschauern nochmal komplett erklären können, was da passiert. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen die Außenbedingungen, die Art und Weise, wie ihr arbeitet bei so einer Situation geschildert und dass es da durchaus bessere Möglichkeiten gibt, das vielleicht vom Umfeld zu gestalten. Wenn ihr drauf schaut, wenn einer von euch gesagt hat oder wenn ihr zum Video vielmehr fahrt und euch das anschaut, welche Bilder seht ihr, welche Technik habt ihr, um das auch nochmal vielleicht allen zu erklären? Also grundlegend ist die Technik, die es in der DEL oder in der Penny DEL gibt, ist identisch. Die Bilder, die wir zuerst gezeigt bekommen, sind erstmal die Aufnahmen des Stadions. Sprich, die Übertorkamera, die ja nicht von der Produktionsfirma von Magenta Sport kommt, ist ja installiert, ist ja vorab installiert. Mhm. Wir haben mittlerweile die Anweisung, nachdem es ja tatsächlich auch in der Vergangenheit leider Vorfälle gab mit Videobeweisen, mit der Qualität der Bilder, haben wir die Anweisung zu warten, bis wir das gesamte Bildmaterial zugespielt bekommen. Das funktioniert in der Regel relativ schnell und einfach, weil Magenta Sport, in dem Fall der Herr im Übertragungswagen oder die Dame, die Bilder aufbereitet und dann wieder zurück an den Videobeweis schickt. Mhm. Diese Bilder stehen uns dann auch irgendwann zur Verfügung. Heißt aber, das kann tatsächlich eine Sekunde oder einen Moment dauern. Das kommt halt leider Gottes immer drauf an, wie schnell da die Gewerke arbeiten. Also haben wir auf jeden Fall schon mal geklärt, dass der Zuschauer einordnen kann. Letztlich sieht der Zuschauer das, was ihr auch seht, in welchem Zeitraum jetzt auch immer, mal eine Sekunde plus minus, aber grundsätzlich sind es dieselben Bilder. Man soll sich ja, glaube ich, auch die Zeit nehmen, dass man das wirklich alles auch ordentlich abschließt. Die andere Sache ist natürlich, jeder Zuschauer hat einen tollen HD-Fernseher, hat einen Riesenteil zu Hause, hat UHD, was weiß ich alles. 4K. Ja, was du alles hast, ist Wahnsinn. Rick hat auch sowas, deswegen schaut er jetzt Fußball, weil er jeden Grashalm da sieht und freut sich wie ein Schnitzel. Ja, ist schön. Benni, auch da nochmal, bei euch ist das nicht die Qualität zum Teil auf diesen Monitoren, die der Zuschauer zu Hause hat. Auch das muss man festhalten. Da muss man natürlich sagen, dass wir als Schiedsrichter uns erhoffen, wenn wir zum Videobeweis gehen, dass uns natürlich das bestmöglichste Videomaterial zur Verfügung gestellt wird, bedeutet natürlich unterm Strich auch die Technik. Die Liga, die Penny DL und die Clubs sind natürlich ständig dran, diese Prozesse und diese Technik auch zu verbessern.
Kann natürlich sein, was ich eben schon mal angesprochen hatte, dass es eventuell mal ein bisschen länger dauert, bis die richtigen und aufgearbeiteten Bilder tatsächlich uns vorliegen. Mhm. Mikey, genau, du hast Benni, was. Über unser WhatsApp-Phone kam jetzt auch eine Frage rein, weil ihr sozusagen in der Halle mit Zeitdruck und auch irgendwie im Hintergrund den Fans das Ganze arbeiten müsst. Aber es gibt ja an sich auch einen Situation Room in Neuss, wo auch genügend Leute drin sitzen und sich das in Anführungszeichen in Ruhe anschauen können. Wäre das nicht auch für dich oder für euch Schiedsrichter eventuell eine Option oder würdet ihr sagen, das wäre gut, wenn das analog zum Kölner Keller aus dem Fußball nicht auch dann da angeschaut werden würde oder ihr mit denen noch mal Rücksprache halten könntet? Also so identisch wie den Kölner Keller beim Fußball würde ich es jetzt bei uns nicht halten, weil ich glaube, wir sind relativ stark, was den Videobeweis angeht. Wir haben tatsächlich eine Quote, würde ich jetzt behaupten, von 97-98% richtige Entscheidung. Leider Gottes, wie wir an dem Freitag jetzt sehen, bleiben 2% eventuell mal hängen. Gut, dass du es ansprichst oder der Zuschauer ansprichst. Natürlich haben wir jetzt so oft von Druck gesprochen. Diese Instanz, wie jetzt das genannte Game Center in Neuss, wenn da ein Operator sitzen würde, mit dem wir Kontakt hätten, würde uns natürlich den Druck abnehmen. Bedeutet, wir könnten uns mit dem unterhalten, analog als Beispiel zur IHF. Bei Videosituationen bei einem IHF-Turnier, Weltmeisterschaften, bekommt der Schiedsrichter, wie das wahrscheinlich schon viele eisige Zuschauer gesehen haben, ein Headset auf und hat Kontakt zu dem sogenannten Video-Operator. Dieser hilft natürlich dann auch bei der Entscheidungsfindung. Ja? Game Center in Neuss wäre so eine Instanz, wäre natürlich für uns definitiv ein weiteres Hilfsmittel, um uns natürlich auch da ein bisschen den Druck zu nehmen, definitiv. Also ich finde das persönlich, weil es bei der IHF, weil es auch in der NHL ist, für mich persönlich ist es vielleicht das, was kommen muss, auch mit solchen Fehlentscheidungen, dass man sagt, wir nehmen den Druck von den Refs auf dem Eis und es wird eben nicht von den Refs auf dem Eis entschieden. Gerade, also die müssen natürlich Herr der Lage bleiben und sollen das Spiel ja auch leiten und denen soll auch nicht reingepfuscht werden. Aber gerade bei solchen Entscheidungen, ob Tor oder nicht Tor, und wir wissen auch, der Kamerawinkel, du hast die Latte und hast dann die Linie versetzt. Auch das ist verdammt schwer zu entscheiden in diesem 2D-Bereich. Wir haben heute lange diskutiert schon, Sesh, ja, ob man das wirklich genau sagen kann, ob der über der Linie ist oder nicht oder irgendwas. Für mich fällt die Last von den Schiedsrichtern nur, wenn du diese Entscheidung nicht die Refs auf dem Eis treffen lässt, sondern andersweitig von außen in einem Situation Room, wo auch immer das ist, von einem unabhängigen Schiedsrichter, der nicht auf dem Eis ist, das nimmt unheimlich Druck, glaube ich, von den Jungs und dann auch aus dem Eisstadion insgesamt hinaus. Ja, der aktuell natürlich dann auch nur auf letztlich eine 2D-Entscheidung schauen könnte. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ganz kurz, Benjamin, weil wir gerade über die Entscheidung, die ihr ja eigentlich auch nehmen wollt und treffen wollt, weil dafür seid ihr ja auch Schiedsrichter grundsätzlich. Es geht ja jetzt vor allem für den ganz problematischen Fall, wo man es nicht 1:1 erkennen kann, dass man noch eine Hilfsinstanz hat, wie du es gerade beschrieben hast. Wer ist denn für euch auf dem Eis, beziehungsweise beim Videobeweis eigentlich die letzte Instanz, wenn ihr zu zweit dahin geht? Wie ist da das Prozedere zwischen euch Schiedsrichtern? Nehmen wir das einfache Beispiel vom Freitag. Der sogenannte Schiedsrichter R1 ist in dem Fall meine Wenigkeit gewesen. Und wenn es Unstimmigkeiten zwischen dem Schiedsrichter R1 und R2 gibt, also sprich zwischen mir und meinem Schiedsrichterkollegen, dann habe ich die letzte Entscheidungsinstanz, weil ich quasi die Entscheidung auch bereits auf dem Eis getroffen habe. Benni, nur noch mal fürs Verständnis. R1, wie du es nennst, ist nicht, und da kamen wirklich Fragen auch von Zuschauern, auch in den Stadien, R1 ist nicht, wie ihr auf dem Spielbericht gelistet seid, R1 Goffmann, R2 Hoppe, sondern es geht darum, wer die erste Entscheidung getroffen hat, richtig? Das ist korrekt, ja. Auf dem Spielbericht meines Wissens nach ist R1 immer der im Alphabet zuerst genannte und R2 genau, der zweitgenannte vom Alphabet, vom Nachnamen her. Das hat mit der Entscheidung auf dem Eis in der letzten Instanz dann nichts zu tun. Ja, bitte. Wir müssen mit Benni ja auch irgendwann, wir haben jetzt, glaube ich, schon viel drumherum aufgearbeitet, aber Benni, du musst uns auch mal erklären, weil es einfach der Fakt ist vom Freitag, was hat dich da geritten, diese Entscheidung so zu treffen, weil auf dem Eis, müssen wir auch noch mal sagen, war deine erste Entscheidung dann ja kein Tor.
Die Bilder, die uns vorlagen zunächst, haben wir leider Gottes Vermutung aufgestellt und Vermutung, die wir nicht widerlegen können, weiß leider jeder, können wir nicht overrulen. Und wir haben uns da so festgefahren in unseren Vermutungen, so dass wir quasi was gesehen haben, was wir gar nicht sehen wollten. Das ist vielleicht auch so ein bisschen manchmal der Nachteil an so einem Videobeweis oder an so einer Videobeweissituation. Das Einfachste, klar, im Nachgang ist man immer schlauer, wäre gewesen, wenn wir natürlich gesagt hätten, okay, die Bilder widerlegen nicht das Ganze, widerlegen nicht die On-Ice-Entscheidung, wir bleiben bei der On-Ice-Entscheidung bestehen und haben kein Tor. Und nach was für Kriterien richtest du dich da? Habt ihr euch aus deinem Blickwinkel jetzt von Freitag, um das vielleicht auch für draußen verständlich zu machen, schaust du da nur, wo ist der Puck? Schaust du da nur diesen kurzen Bereich, Latte drin, wo sehe ich den Schatten, wo sehe ich den Puck? Oder orientiert man sich vielleicht auch an solchen Sachen, wie springt der Puck ins Feld zurück zum Beispiel? Das wäre so mein erstes Mal, als ich das gesehen habe, war das aus der Hintertorkamera. Und da siehst du, wie der Puck wieder, also weißt du gar nicht, ob der drin war oder nicht und an der hinteren Latte oder vorderen Latte, sondern allein wie der zurückspringt. Und ich glaube, auch das sind ja Erfahrungswerte, die ihr dann im Laufe der Jahre ansammelt, oder? Natürlich bezieht man da mehrere Faktoren mit ein. Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Dann natürlich auch ein bisschen gerade bei Lattentreffern oder bei Pfostentreffern gab es eventuell bei der Schusssequenz ein Geräusch. Also man hört ja auch immer dieses klassische Bing. Natürlich kann man sich da nicht drauf hundertprozentig verlassen, aber das ist ja auch schon mal ein Indiz eventuell, okay, war er jetzt an der Latte, war er jetzt eventuell am Pfosten. Mhm. Da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle, die wir auch am Videobeweis einbeziehen. Und da spielt natürlich auch ein bisschen der Erfahrungswert eine Rolle. Und anhand der Bilder muss man natürlich dann sagen, okay, können wir die Entscheidung stehen lassen oder haben wir hier ein Bild, was definitiv die Entscheidung auf dem Eis widerlegt. Und ihr könnt auch, das muss man auch noch dazu sagen, sorry Sash, ihr könnt auch eine Lupe verwenden. Das heißt, ihr könnt diese Situation auch vergrößern bei euch am Videobeweis. Habt ihr da vielleicht das ist korrekt. Alles zu sehr vergrößert, dass es dann vielleicht auch zu pixelig war, um dann nicht mehr den Puck zu sehen, sondern irgendeinen Schatten oder irgendwas? Wie erklärst du dir das? Also natürlich, umso mehr du jetzt als Beispiel diese Lupe, die du jetzt ansprichst, umso mehr du sie vergrößerst, umso weniger siehst du die Scheibe. Mhm. Da ist natürlich irgendwann dann nur noch ein Schatten oder ein Strich zu sehen. Es gibt natürlich auch dieses Bedienteil von dem Controller oder von dem Operator, der uns da vor Ort hilft, vom Heimclub. Da kannst du natürlich auch jede Sequenz vor- und zurückspulen. Du kannst eine Slow-Mo dir zeigen lassen. Du kannst natürlich alle Kameraperspektiven dir einspielen lassen, die natürlich auch den Zuschauern zu Hause zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, um auf das Thema Lupe nochmal zu kommen, das hilft dir jetzt in den Situationen nicht. Okay. Jetzt ist das die eine Entscheidung. Basti hat ja gerade auch schon mal das Thema aufgemacht, da würde ich gerne noch mal mit weitermachen, wie schwer das ist, ja letztlich auch einen bestimmten Winkel zu erkennen, was ja auch in Köln jetzt zum Beispiel beim Outdoor-Game der Fall war. Und Mike, du kannst vielleicht das mal unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mal zeigen. Es gibt da ja auch ein ganz interessantes Video, ich glaube von der NHL kommt es ursprünglich, ne? Ja, oder von einer... Von Sportsnet, also ja, von, genau. Rund um die NHL, so genau. Ist es richtig. Von den Kollegen. Hau das mal raus, weil da erklärt man, glaube ich, ganz gut, wie schwer das ist, das wirklich mit richtig einem einzuschätzen. Ja. Ja, genau, mit einem ganz normalen Blick einzuschätzen. So, und wir schauen mal, genau, da gibt es ein paar Viewpoints mit der Linie, mit dem Eis und wo der Puck unter anderem liegt, Benny. Ich nehme ihr an, ihr habt das schon ein paar Mal auch euch reinziehen müssen, oder? Ja. Definitiv, ja. Genau. Ist aber für die Zuschauer wirklich extrem interessant. So, und auch in der NHL gibt es da eben das ein oder andere Ding. So, und jetzt mal Blick auf den Puck. Würde jeder normale Mensch jetzt sagen, es müsste natürlich ein Tor sein, ja, in der Art und Weise, wie der Puck hinter der Linie gesehen wird. Aber dadurch, dass das natürlich ein bestimmter Winkel ist, den die Kamera jetzt gerade zeigt, heißt das nicht automatisch, es ist de facto ein Tor und der Puck ist wirklich 1:1 hinter der Linie.
sondern jetzt wird dann auch mal gezeigt, wie sich dieser Winkel verändert. Und das ist ein schönes Beispiel in allein diesem Studio. Allein jetzt mal hinschauen, genau, wo der Puck liegt. So, das ist ein Winkel. Und da sagst du natürlich sofort, ja klar, Tor. Und dann schauen wir mal auf einen anderen Winkel. Womit wir wieder eher bei einer Übertorkamera wären jetzt. Ne? Genau. Und jetzt schauen wir mal, wie klar der noch auf der Linie liegt. Also relativ klar. Es gibt wirklich niemanden. Da hat angefangen zu sprechen. Also ein sehr interessantes, sehr, sehr interessantes Video, das auch zeigt, diese Schwierigkeit, wo kommt die Kamera, wo schießt die hin? Mhm. Jetzt ist das natürlich dieses Parallax View, das ist ja klar, da geht es ja immer darum, das kann ja jeder zu Hause auch mal nachmachen, da geht es um dieses stereokope Sehen, wenn ich jetzt, das sind zwei überlappende Bilder, ja, dadurch sehen wir ja dreidimensional, sonst würde das nicht funktionieren, was wir hier so einigermaßen machen. Aber man kennt das ja mit diesem Finger, wenn man den mit dem linken und mit dem rechten Auge anguckt oder auf den Punkt, dann springt das ja, ne? Und du hast ja ein dominantes Auge. Deshalb ist das natürlich dann bei jedem auch ein bisschen unterschiedlich, wie er dieses Bild theoretisch sehen würde. Ja. Jetzt ist das aber eine animierte Grafik, letztlich 3D. Ne? Also die Frage ist ja immer irgendwann, wenn du den Winkel veränderst, du bist ja irgendwann in so einem 3D-Umfeld. Wir aktuell haben ja im Fernsehen nur 2D. Wir senden ja nicht 3D. Das heißt, das betrifft ja auch Benjamin und Kollegen. Sie müssen ja auf dem Videobeweis auf ein 2D-Bild schauen. Also und Sie müssen theoretisch das, auch... Was jetzt theoretisch ja von dem Winkel zum Beispiel jetzt in Köln möglich gewesen wäre, dass der Puck wirklich de facto nicht im Tor war, so wurde es jetzt gegeben, aber man weiß es ja nicht hundertprozentig, anhand dieser Idee hätte er ja theoretisch auch auf der Linie sein können, so wie es auch entschieden wurde, ne, zum Beispiel. Aber du kannst es ja nur mit dem 2D-Bild aktuell entscheiden und da hätte ich jetzt ein Tor gegeben. Und die Frage ist ja, Benjamin, ihr könnt das ja nur entscheiden, so wie ihr es seht. Ihr könnt euch ja nicht ausdenken, okay, der Winkel hätte theoretisch so sein können, wenn man das Tor vielleicht ein bisschen anders sieht und die Übertorkamera ist möglicherweise ein bisschen verschoben, nicht 100% von oben drauf. Haben wir ein Bild, wie die Einstellung der Übertor in Deutschland derzeit ist ungefähr, Mike? Weißt du, dass die Zuschauer auch mal sehen, Latte und Torlinie sind ja verschoben vom Winkel? Also ich kann mal noch das, was wir vorhin gezeigt haben, das, sorry Benni, das ist jetzt dann wieder dein Fall vom Freitag. Alles gut. So sieht die Übertor, oder so sieht es jetzt bei uns aus dem TV-Bild aus. Da sieht man ja eben auch, dass die Latte nicht über der Torlinie exakt steht. Vom Winkel. Das heißt, sonst würdest du sie ja nicht sehen. Das heißt, du müsstest theoretisch als Schiedsrichter ja auch noch dir visuell vorstellen, was wäre aber, wenn diese beiden Linien übereinander liegen würden. Genau, genau. Aber dann, die Frage kommt jetzt tatsächlich auch viel im Chat, würde dann nicht auch ein Chip im Puck Sinn machen, der mit einer Torlinientechnik, genau den Chip gibt es ja schon im Puck jetzt mit den ganzen Stats, die kommen, aber dann würde es ja eigentlich eine Torlinientechnik würde ja auch Sinn ergeben. Ich glaube, das ist aktuell noch ein bisschen schwierig, weil man da auch... Ich glaube, dass vielleicht auch diese Situationen jetzt, Benni, und auch wenn es dich jetzt trifft, aber dass diese Situation vielleicht komplett auch wieder anregt, die DEL, vielleicht uns als Broadcaster, wen auch immer, zu sagen, hey, okay, das ist alles schwierig, vielleicht lohnt es sich wirklich, auch im Hinblick natürlich auf Punkte, die vergeben werden, auf Playoff-Plätze, auf Prämien, da hängt ja ganz viel miteinander zusammen. Mhm. Vielleicht lohnt es sich, ein bisschen was zu investieren, um das nicht zu revolutionieren, aber anders aufzubauen, um vielleicht dann noch ein bisschen mehr hinzubekommen, dass das realistischer ist. Und wie du sagst, der 3D-Raum zu schaffen. Deshalb ja auch die interessante Frage, Benni, wie würdest du das, oder beziehungsweise wie würde das ein Schiedsrichter versuchen zu entscheiden? Auch so eine Situation wie jetzt in Köln. Sie ist jetzt da schon gefallen, aber man lernt ja eben auch aus diesen Situationen immer wieder. Entscheidest du dann 1:1 nach diesem Bild, also sprich nach dem 2D-Bild, oder stellst du dir automatisch vor, das ist ein anderer Winkel, den ich gerade sehe, theoretisch könnte er auch noch dran gewesen sein, und arbeitest das in die Entscheidung mit ein, oder müsst ihr dann nur auf 2D verweisen, weil anders kannst du es ja nicht sehen? Also bei Theorie und könnte und wäre, haben wir ja jetzt Freitag gesehen, dass es nicht funktioniert. Natürlich müssen wir anhand der Bilder
uns sicher sein. Deswegen ist es enorm wichtig, ja, eine On-Ice-Entscheidung zu treffen. Bei der On-Ice-Entscheidung ist es ja so, dass wir als Schiedsrichter ja irgendwas sehen. Das ist ja wie bei Strafen. Ich meine, natürlich gibt es auch den einen oder anderen Fall, dass eventuell dann doch der Schläger da vielleicht gar nicht dran war und wir pfeifen dann trotzdem eventuell ein Beinstellen. Bei ja. Torsituationen sind wir, was unser Positionsspiel angeht, sind wir dazu angehalten, schon relativ nah, wenn Torsituationen passieren, die beste oder die bestmöglichste Position einzunehmen. Mhm. Und aus dieser Position müssen wir eine On-Ice-Entscheidung treffen. Eigentlich dient der Videobeweis ja auch wirklich nur dazu, unsere Entscheidung auf dem Eis, die wir ja bereits eh schon gesehen haben, zu bestätigen. Ist das für dich dann aber trotzdem noch eine Tatsachenentscheidung? Sorry, was? Nochmal bitte? Es wird ja immer von Tatsachenentscheidung auf dem Eis gesprochen. Videobeweis, zählt das für dich eigentlich klassisch noch dazu? Es wird ja immer auch als Tatsachenentscheidung dann so weitergegeben. Ich finde ja immer, wenn man auf dem Video was kontrolliert, ist das für mich ja keine Tatsachenentscheidung mehr. Das ist ein guter Punkt. Also, ja, es wird ja klar, also wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, wir geben das Tor aufgrund welcher Situation auch immer, wir geben ein Tor, wir gehen zum Video, sehen aber zum Beispiel eine Regel oder ein Grund, dieses Tor nicht zu geben, dann haben wir es aber auf dem Eis nicht so wahrgenommen. Ich finde, da kann man dann schon diesen Videobeweis mit einbeziehen. Natürlich ist es dann nicht mehr unsere Tatsachenentscheidung vom Eis. Aber vielleicht haben wir in der Sequenz, ich meine, wir sprechen ja immer noch von der schnellsten Mannschaftssportart der Welt, in dieser Sequenz vielleicht, lass es eine Torhüterbehinderung sein, lass es einen hohen Stock sein. Das Tor ist vielleicht bereits schon vor der Situation aus der Verankerung, was man in dieser Millisekunde gar nicht wahrnimmt. Genau, das hatten wir auch im Vorfeld mal diskutiert, dass es ja auch mal noch so ein Punkt ist. Ne? Selbst wenn du eben dachtest, das Tor steht vielleicht nach 2-3 Mal rausspringen, nicht 100% wieder 1:1, ne? So wie es vielleicht dann zu 100% sein sollte. Super interessant. Was mich noch mal interessiert, die Qualität der Bilder. Du pfeifst in allen Stadien dieser Republik in der deutschen Eishockey-Liga. Kannst du als Schiedsrichter sagen, ja, der Videobeweis ist einheitlich in jedem Stadion in der deutschen Eishockey-Liga? Oder musst du sagen, ja, da gibt es schon echt Unterschiede? Also der Standard, den wir haben, sollte sich natürlich nicht abweichen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was da jetzt natürlich im Endeffekt für ein Bildschirm steht, für einen Monitor. Aber grundlegend kann ich sagen, dass es da keine großartigen Unterschiede gibt. Obwohl man immer wieder hört, wir können das, glaube ich, auch bestätigen. Es ist immer auch mal, wir so gesehen haben, auch schon auch mal ein Unterschied, was für die Jungs ja nicht so einfach macht. Ich finde schon auch. Ne? Ich glaube, das macht es euch auch nicht immer ganz einfach. Aber wir sind ja auch Leute vom Fernsehen. Ne? Wir gucken natürlich ganz besonders auf die Auflösung. Ja, ich schaue da auch hin und wieder. Da muss ich aber als Laie natürlich sagen, ne? Ich bin jetzt kein TV- und IT-Spezialist. Das betrachte ich jetzt aus der Schiedsrichtersicht. Ne? Nee, ich schaue da auch ab und zu wirklich in einigen Stadien hin und schaue mir auch diesen Monitor an. Ja. Den die Schiedsrichter haben. Und ich sage aus meiner Sicht, das ist nicht immer ganz einfach für die Jungs. Und Benni, nochmal dazu, wir wollen dich weder verurteilen hier, noch wollen wir sagen, alles Mist und alles Müll. Wir finden es erstmal klasse, dass du überhaupt hier zu uns kommst. Und wir hoffen natürlich auch, dass du dadurch vielleicht auch den ein oder anderen Zuschauer ein bisschen aufmerksam machst und sagst, hey, warum eigentlich immer auf die schimpfen, weil die gehören zum Eishockey dazu. Und es gibt nicht mehr so viel Schiedsrichter, muss man auch mal sagen, weil keiner oder wenige diesem Druck noch standhalten oder das überhaupt machen wollen. Auch nebenberuflich dann übrigens. Ne? Genau, auch nebenberuflich übrigens mit vielen, vielen Kilometern im Jahr. Und Benni, deshalb auch die Sache, was hast du alles abbekommen in den letzten Tagen?
verarbeitest du sowas? Sagst du auch, boah, ist zu hart, ich überlege mir da echt, ob ich so noch weitermachen kann, ob das überhaupt Sinn macht für dich? Oder sagst du, haben hartes Fell, ich finde es menschlich und ist dann auch irgendwann gut? Also als erstes ist natürlich mein Handy nach der Entscheidung nicht stillgestanden. Ich glaube, das Wichtigste, was wir als Schiedsrichter machen sollten, aber das betrifft jedes Spiel, jetzt speziell natürlich die Situation vom Freitag. Also wir nehmen uns schon vor, diese Kommentare bei Facebook, Instagram oder generell die sozialen Medien überhaupt gar nicht zu lesen. Natürlich kam oder muss ich ja auch oder kann ich ja oder nicht verschweigen, kam natürlich auch die ein oder andere Nachricht, die jetzt nicht so nett war. Ja, das ist aber im Zeitalter von Social Media relativ einfach, etwas zu verfassen, was natürlich im Endeffekt keine Konsequenz für denjenigen hat. Da gehört natürlich als Schiedsrichter ein sehr dickes Fell dabei. Natürlich macht man sich dann auch Gedanken, ist es das alles wert, nebenberuflich, wie ihr sagtet, wir investieren so viel Zeit in diese Schiedsrichterei, aber unterm Strich sage ich, auch wenn so Situationen passieren, wir sind Menschen, wir müssen dazu stehen, also ich stehe dazu, dass ich einen Fehler gemacht habe und wir müssen daraus lernen. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass wir da aus der Situation rausgehen und sagen, okay, wir gehen jetzt mit breiter Brust und mit Blick nach vorne in die nächsten Spiele rein und machen es definitiv besser. Natürlich war die ganze Social-Media-Geschichte relativ voll und das war natürlich Gesprächsthema Nummer eins. International hat mich das natürlich von Kollegen auch erreicht. Aber irgendwann schaltet man dann auch ab. Man sortiert natürlich dann auch aus, auf welche Nachrichten man jetzt halt irgendwie reagiert. Also betrifft jetzt WhatsApp, also meine privaten Kontakte. Natürlich stand ich seit Freitagabend direkt nach dem Spiel im engen Austausch mit der DEL, mit Lars Brüggemann, Willi Schimm, Tino Boos, Jörg von Ameln, standen wir jederzeit im engen Kontakt. Also dass da natürlich auch bis Samstagabend noch der Telefonhörer glühte und wir natürlich auch intern die Situation aufbereitet und aufarbeitet haben. Aber ich kann euch versichern, ja, es kam sehr viel natürlich aus der sozialen Medienwelt. Ja, ja, ja. Deshalb, das trifft ja viele. Ja. Ne? Wenn irgendwas falsch läuft, wird schnell drauf gebasht und hilft manchmal kurz mal innezuhalten und 10 Sekunden drüber nachzudenken, bevor man irgendwas rausgehauen hat und auf Senden drückt. Übrigens immer wieder ein beliebter Hinweis, wie ich finde. Absolut richtig. Nicht, dass ich alles richtig mache, aber meine Güte. Hast recht. Ja. Ganz kurz noch, weil du das gerade erwähnt hast, internationale Rückmeldung, wie muss ich das verstehen? Du hast gerade internationale Kollegen auch angesprochen. Ja, ich durfte ja auch schon die ein oder andere Erfahrung auf internationalen Turnieren sammeln und da haben natürlich auch die Kollegen, die ich dann auch noch privat in Kontakt halte, haben natürlich dann auch nachgefragt, ey, wir haben hier über Social Media, über die Plattform erfahren, hier, was ist da passiert? Wenn du irgendwie jemanden zum Reden haben möchtest oder brauchst, dann kannst du dich jederzeit melden. Also die ganzen Stimmen, die da aus dem Schiedsrichterkreise, auch bei uns in Deutschland, muss ich sagen, da auch vielen, vielen Dank an meine Kollegen und wie gesagt auch ein Dankeschön an die Liga, die auch wirklich dahinter uns steht. Die haben natürlich auch immer ihr offenes Ohr angeboten und zu jeder Zeit uns auch unterstützen wollen. Ja. Benni, würdest du dir da vielleicht noch wünschen, auch wenn es dann auch zwei Mannschaften betrifft und ihr ja so immer zwischen den Stühlen irgendwie sitzt, dass ihr insgesamt so vom Eishockey dann auch von den Teams mehr als Team für die beiden Teams, anstatt vielleicht als Team gegen die beiden Teams auch wahrgenommen werden würdet? Also so das ein oder andere Mal wünscht man sich natürlich schon ein bisschen mehr Respekt. Gab es auch Solidarität von Spielern oder so zum Beispiel jetzt? Also ich habe jetzt nichts erfahren. Also gestern war natürlich mit dem Spieltag die Partie, die ich geleitet habe, München gegen Bietigheim, kam es natürlich dann auch bei der Kontrolle des Videobeweises zur Sprache, bei den Operator natürlich. Und die haben natürlich dann auch direkt gefragt, okay, hey, gar nicht so einfach die Situation, mit euch möchte ich nicht tauschen. Aus Spielerkreisen kam jetzt natürlich nichts. Also ich bin da aber auch nicht jetzt einer, der privat irgendwie mit Spielern da in Kontakt steht. Aber das Thema Respekt und Fairness ist natürlich so eine Sache. Man muss schon grundlegend sagen, die DEL, die Teams der DEL, die gehen schon mit uns sehr respektvoll um. Man muss natürlich auch unterscheiden,
ist es jetzt aus der Emotion raus. Eishockey ist ein sehr emotionaler Sport. Die Zuschauer treiben das Ganze natürlich auch noch an. Wir haben viele Stadien, wo einfach nur ein Hexenkessel ist. Das ist auch auf gut Deutsch gesagt auch ziemlich geil, auch für uns. Das macht natürlich auch richtig viel Spaß. Da muss man natürlich auch immer unterscheiden, okay, ist das jetzt respektlos oder ist das jetzt vielleicht ein bisschen aus der Emotion raus? Aber unterm Strich muss ich sagen, die gehen schon gut mit uns um. Umso länger du natürlich auch in der Liga dabei bist, dann kennen die Jungs dich natürlich auch, sprechen dich mit Vornamen an und da geht man schon respektvoll auch miteinander um. Ja, das ist gut zu hören. Abschließend, Benny, können wir eigentlich zusammenfassen, dass für euch eine in Anführungszeichen hundertprozentige Entscheidung dann eigentlich nur möglich wäre über den Videobeweis, wenn ihr ein 3D-Bild hättet. Man kennt das zum Beispiel aus anderen Sportarten, Hawkeye im Tennis, wo sowas gemacht wird. Plus, wenn ihr auch noch zusätzlich, das hast du ja auch schon angesprochen im Interview, eine Möglichkeit hättet, vielleicht nochmal nachzufragen. Zum Beispiel im Situation Room, also nochmal eine Instanz hinzubeziehen kann, wo man das Ganze nochmal double-checkt oder in dem Fall sogar dann vielleicht den dreifachen Check macht. Ist das so zusammengefasst, das, wie es am besten möglich wäre, mit der bestmöglichen Auflösung natürlich auch der Bilder für euch? Und selbst dann ist es ja nicht unbedingt 100% lösbar, weil selbst im Tennis zum Beispiel gibt es auch einen Millimeter Hawkeye-Fehlertoleranz und ein Millimeter in oder aus geht schnell, ne, bei einem gelben Ball übrigens. Ja. Habe ich das ungefähr so zusammengefasst? Ich sag mal so, natürlich unterm Strich bin ich da auf eurer Seite. Man muss natürlich schauen, okay, was sind die Möglichkeiten, was sind die technologischen Möglichkeiten der Clubs. Mhm. Aber unterm Strich wäre natürlich jetzt einfach mal so eine Instanz, die wir noch zur Rate ziehen könnten, auch noch mal wirklich eine Option, die uns so ein bisschen den Druck natürlich auch nimmt. Oder natürlich, wenn wir jetzt auch hier von der Technologie sprechen, aber das sind natürlich alles, ich sag mal, Zukunftspläne. Wäre natürlich schön, wenn sowas auch in der geilsten Sportart der Welt dann natürlich auch irgendwann bei uns dann halt irgendwann stattfinden, ja. Ja, genau. Aber das ist ja genau das, was ich meinte. Es geht ja gar nicht darum, dass morgen am nächsten Spieltag irgendwas passieren muss. Jetzt sind die Dinge gerade erstmal so, wie sie sind. Das ist der Status quo. Und mit dem seid ihr ja grundsätzlich auch gut gefahren. Und ist ja auch nicht so, als wenn jede Sekunde irgendeine dramatische Fehlentscheidung passiert. Das muss man auch immer sagen. Es war jetzt nur gerade und deshalb kam natürlich sehr viel Druck da auch auf den Kessel thematisch an zwei Spieltagen in Folge. Eine Situation, über die, glaube ich, viele, viele Fans in Eishockey Deutschland diskutiert haben. Definitiv. Ja. Und deswegen auch nochmal großen Respekt an dich, Benny, und vielen Dank, dass du uns hier einfach so offen alles mitgegeben hast, was auch dich persönlich da natürlich durchaus belastet. Absolut. So erstmal persönlich und ich finde es insgesamt schön, dass wir so transparent über dieses Ding heute Abend sprechen konnten und deshalb natürlich auch nochmal danke an dich und auch an die Penny DL für diese Offenheit zu diesem Thema. Das ist auch das Feedback, was hier von den Usern kommt. Also grundsätzlich alle großen Respekt, dass du dich hier stellst. Und es gibt auch durchaus welche, die hier schreiben, sie würden keinen Schiedsrichter machen, weil man eben immer da Druck ausgesetzt ist. Und gegen eine Mannschaft muss man grundsätzlich pfeifen. Den Pfiff für beide Mannschaften gibt es noch nicht. Ich möchte mich auch bedanken für die Bühne, die ihr quasi auch mir und natürlich dann auch der Situation oder dem Schiedsrichterwesen hier mal bereitgestellt habt. Und wünsche uns allen noch einen heißen Endspurt und natürlich auf weitere schöne Spiele in der Penny DL. Das sind gute Worte. Dank. Mehr kann nicht mehr kommen. Danke, wie sagt Benny. Man, gut Pfiff? Ja, das ist gut richtig. Pfiff gut Pfiff weiterhin. Bis bald in den Stadien. Bis bald, Benny. Ciao, schönen Abend. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.